Jetzt. Jetzt glaube ich. Jetzt läuft's. Ich hoffe, dass es mit dem Ton auch hinhaut. Es ist unglaublich. Nochmal von vorn. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Streamabend mit euch, mit mir und mit Risen. Und hoffentlich keinen technischen Problemchen mehr. Es ist ein Wahnsinn. Jedes Mal, ich schwöre, jedes Mal, wenn ich starte, hapert's irgendwo. Ist wurscht bei was. Unglaublich. Natürlich auch ein herzliches Hallöchen an euch lieben YouTube-Zuschauer. Selbstverständlich, selbstverfreilich. Wir werden heute wieder insgesamt 3 Stunden twitchen. Das heißt, für euch YouTube-Leute gibt es wieder 2 Teile. Zu je 1,5 Stunden circa in etwa. Pause, wenn es eine braucht, würde ich vorschlagen nach circa 1,5 Stunden. Also so um 20.30 Uhr. Schreibt es mir einfach rein in den Chat, wenn es was braucht. Mein lieber Wolf ist wieder da. Unterstützt mich jetzt wieder, also weil er heute da ist, ja. Und dann werden wir das Kind schon schaukeln. Ich habe mich auch erkundigt, was es mit diesen namenlosen Gräbern jetzt auf sich hat, wo die sind. Ich bin einfach nur eine Dummnuss, das muss ich echt so sagen. Ich laufe hier mal raus, weil hier haben wir nichts mehr verloren eigentlich. Ich bin einfach nur doof. So, ich war sogar schon in der Nähe von beiden. Wo geht es jetzt hier raus? Da, glaube ich, ne? Ich war in der Nähe von beiden Gräbern und habe es einfach nicht geschnallt. Ich weiß aber zu meiner Verteidigung, dass ich recht unsicher war, da ich geglaubt habe zu wissen, dass hier was ist. Ich war nur nicht gründlich beim Suchen. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Karte schauen, ich kann es jetzt hier wahrscheinlich schlecht zeigen. Wie soll ich das denn jetzt erklären? Wo der Vulkan ist, seht ihr ja, ne? Beziehungsweise wo die Vulkanfestung sieht man. Da müsste ich ein Stückchen weiter runterlaufen, einfach den Weg entlang, und dort gibt es ein paar kleine Berge. Und dort müsste mal das erste sein. Und das zweite. Also dort irgendwo bei den Bergen, eben. Und das zweite ist im Wald. Und zwar, wenn man von der Hafenstadt ein bisschen so nordwestlich geht, dort müsste ebenfalls eines sein, bei einer Hütte. Ja, zumindest schaut es aus wie eine Hütte. Könnte vielleicht auch ein Deich sein. Also ich glaube, das wird die Jägerhütte sein. Ja, toll gemacht, ich weiß. Das bedeutet, ich möchte mich gleich einmal porten. Und zwar zur Vulkanfestung. Allerdings nicht, um dem Inquisitor zu sagen, dass wir schon eine Kristallscheibe gefunden haben, beziehungsweise die zweite repariert haben, oder seine besser gesagt. Nein, wir haben noch nichts geschafft. Nein, wir haben nichts geschafft. Wir gehen einfach raus hier. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen zum Hatschen, aber ich glaube, einen anderen Bordstein habe ich momentan noch nicht. Noch nicht. Kann alles, wird alles noch kommen tun. Auf jeden Fall, wir hatschen jetzt mein Stück und hoffen, dass ich jetzt dann gleich mal dieses erste Grab hier finde. Das vierte von 5 sozusagen. Und dann möchte ich noch schnell das letzte holen und ja, die Geschichte weiter voranbringen sozusagen. Weil wenn wir Patty helfen, werden wir dann auch zusätzlich Romanov helfen können. Und ja, wie gesagt, da kommen wir eben Schritt für Schritt an unser Ziel. Da ja alles irgendwie miteinander verknüpft ist. So, ich will hier raus. Jawohl. So. So, jetzt muss ich dann bald mal wieder auf die Karte schauen. Es ist halt echt ein bisschen ungut. Ich werde jetzt auch ein bisschen suchen müssen. Das ist halt echt ein bisschen ungut, dass mir das nicht eingezeichnet worden ist. Was ist jetzt? Hallo? Jetzt hat sich Spiel aufgehängt. Es ist ja geil. Hallo? Hat sich jetzt der ganze PC aufgehängt oder hört man mich noch? Hören tut man mich noch. Es ist unglaublich. Ja. Dusk beenden. Jetzt beenden. Ja, passt.
Jetzt sag bloß, ich darf mich nicht mehr hierher porten und das die Dings so verlassen. Das ist echt, es steht heute unter einem schlechten Stern, oder? Das steht heute wieder unter einem sehr schlechten Stern, das Ganze. Ist ja Wahnsinn. Boah, ey. Was mich wieder dazu bringt, zu meckern über die Japaner, ich mecke über die, solange bis sie da endlich mal einen PC auf den Markt bringen, der mit der ganzen Scheiße da aufhört, ja? Wo ich nur einschalten brauche und geht. Verstehst? Keine sinnlosen Updates, nichts dergleichen. Einfach irgendwas anstecken, Internet und geht. Wieso machen die das nicht? Die könnten mit, die brauchen nur still sein. Leise, geheim halten und erst wenn der PC fertig ist, so, da ist er. Da ist unser japanischer PC, Leute, der läuft mit, keine Ahnung, umweltfreundlichen Strom, was weiß ich, ist umweltfreundlich gebaut, ja, und zigiert euch nicht mehr so. Verflixt und zugenäht. Echt. Und dann wundern sich die Leute, ne, wenn die Damen, ne, so wie ich, dann mal zickig sind. Geht noch alles? Passt. Es sollen ja auch alles gehen, ne? Die sollen ja schon. Ich soll es ja schon mitkriegen, wie ich mich da ärgern muss. Geh, ist das gemein. Ich traue mich da gar nicht mehr hinborden. Wo könnte ich mich noch hinborden, damit es gut geht? Es ist halt alles weit zum Hatschen. Es ist alles weit zum Hatschen. Wo könnte ich es noch probieren? Banditenlager ist. Es ist halt echt weit. Osttempel kannst vergessen. Ostküste ist alles auf die andere Seite drüben. Nordosttempel. Wo war der Nordosttempel? Nordost. Ist das zufällig? Das war der Tempel, glaube ich. War das der mit dem Druiden? Ich muss es echt nochmal probieren. Ich probiere es nochmal. Ich riskiere es. Ich probiere es nochmal mit der Vulkanfestung. Das ist ja unglaublich. Verstehst, das ist halt der Vorteil, wenn du Let's Plays machst. Zwar dauert es dann ab und zu echt lange, bis was hochgeladen ist. Aber das kann man rausschneiden. So kriegt sie das Ganze ja mit, das Theater, ne? Ist ja echt gemein. Ist echt gemein, muss ich schon sagen. So, jetzt reiß dich mal zusammen, ja? Wahrscheinlich ist er nur beleidigt, weil ich einmal in der Woche twitche. Das kann ich mir vorstellen. Wenn ich das Risen-Spiel wäre, würde ich auch angefuckt sein, wirklich. Boah. Ich schwöre. Nur einmal in der Woche liebgewonnen zu werden, das ist echt wenig. Na, ja. 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 Vielleicht ist das Spiel auch nur auf mich böse, ne? Dass ich ihm einfach, also wenn ihr zuschaut, dass ich euch da keine bessere Qualität momentan bieten kann, ne? Oder auf YouTube vielleicht. Vielleicht ist Risen selbst mir böse, ne? Deswegen. Aber ich kann nichts dafür, ich schwöre. Ich kann echt nichts dafür und ich kann ja niemanden zwingen, mir da zuzuschauen und zuzuhören. Oder? Kann ich es probieren? Gibt's eine Mafia dafür? Na, Spaß, das ist ja nur Spaß. So, ich gehe da ganz randig. Bitte, bitte häng dich nicht auf. Bitte sei lieb zu mir. Ich glaube, es geht. So. Ich bin auch lieb. Ich brauche die Karte. Liebe Karte, wir sind da. Ich hätte es mir nochmal besser einprägen müssen, aber mir kommt vor, hier irgendwo bei diesen Bergen war das. Hier irgendwo müsste sein, das namenlose Grab. Ich glaube, da oben irgendwo. Jetzt ist die Frage, ob ich von hier aus ran kann oder ob ich außen rund herum muss. Ach komm schon. Weil ich glaube, hier oben haben wir alles durchgeschaut. Ne? War da hier oben gar das Grab? War doch hier oben das Grab. Ich muss besser aufpassen, echt, bei solchen Dingen. Mir kam aber vor, dass es vielleicht doch da unten tut sein. Vielleicht sogar da drüben. Wie kommt man eigentlich da hin? War. Ach so, das ist ein. Das ist ein.
Au, oh, Alter, so. Es ist ein Vorsprung, also so ein Abgrund. Dingens. Sind wir da nicht rausgekommen, als wir da durch diese komische... Das sind wir überhaupt noch nicht gewesen. Schurke. Wie komme ich da hin? Zuerst einmal das Gold abbauen. Das ist ganz wichtig. Zack. 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 Mehr ist nicht zu holen. Na, mehr ist nicht zu holen. Ich traue mich nicht darum, mich darunter zu stürzen. Könnte das stimmen? Ich glaube, das... Irgendwas knurrt da gerade, sagt bloß, das sind jetzt auch Echsenmenschen. Ja, freilich. Sicher. Ah, geh cool. Ich habe jetzt nur Glück gehabt. Soll ich es probieren? Sollen wir es probieren? Hauen wir es weg? Hauen wir es weg. Genau, ich hau die weg. Dass ich nicht lache. So. Auf jeden Fall. Waffe ziehen. Speichern tun wir auch. Wir haben es mal aus der Vulkanfestung rausgeschafft. Das ist schon mal speicherungswürdig. So. Da ist er so. Hallo, ihr zwei Deppen. Sind noch mehr von euch Deppen da? Nur einer? Das ist aber schön, wenn es nur... Au! Ich nehme sie schon wieder zurück. Ist nicht schön. Komm, lass dich mal treffen. Geht ja. Ja, schön. Der hält ja gar nichts aus. Ich auch nicht, wenn ich so weitermache. Ja? Au. Hey, ich hab auf Schild gedrückt. Ich hatte keinen Bock auf Schild. Jawohl, mit einer Vierer-Kombo. Schau. Und haben wir schon. Das Nordtempel. Den Teleporterstein. Super, ein bisschen. Also ein Stück Fleisch, also ein rohes. Wie so ein rohes. Die essen rohes Fleisch. Frisch schaut so nicht aus. Also wir werden es auf jeden Fall braten. Ja. Gut. Ich weiß nicht, wie ich machen soll, echt. Ich weiß nicht, wie ich machen soll. Ich werde nochmal speichern. Auf einen anderen. Dahin. So. Ich stürze mich in den Tod. So, machen wir das am besten. Ja, ich stürze mich sicher in den Tod. Ich kann das am besten. Ich schwöre. War. Und. Hui. Ist gut gegangen. Dank der Akrobatik. Und vielleicht. War. Hui. Ist nochmal gut gegangen. Wer hätte das gedacht? Tada! Ich hab's gewusst. Da ist das namenlose Grab. Gefindet. Jawohl. Super. Ein Grab. Ja, bitte ausbuddeln. Hier ist was vergraben. Ich stelle mich nur so dumm an. Ja, das ist alles für die Show. Ja, in Wirklichkeit bin ich ein Schlaufuchs. Nur darf ich das nicht so oft zeigen, weißt du? Ja. Nee, die Wirklichkeit ist so, ne? Da gibt es ja ein Sprichwort. Das Glück ist mit den Dummen. Ja, und ich habe so viel Glück, da kann ich nur dumm sein. Ah, schön. Sauber. Und Schatztruhe öffnen. Was haben wir denn da? Ja, ein weiterer Hinweis von Captain Stahlbart. Super. Ein Pokal und 250 Goldmünzen. Saubere Geschichte. Jetzt fehlt uns nur noch eines. Sehr gut. Fein. Feine Geschichte, feine Geschichte. So, das ist die Frage, kommen wir hier wieder weg? Ich hoffe schon, was ist denn das? Kristallkugel von Leviathan. Was, Leviathan? Was? Levitieren. Oh, wir können... Ah, das ist ja eine geile Geschichte, da kommen wir heil runter. Kann ich das nochmal... Hui, wir schweben. Entschuldigung. Ja. Ich wollte nur das Kraut noch holen. Ich musste den Zauber kurz verbrauchen. Das ist noch ein Kraut. Und dann müssten wir fertig sein. Ah, da sind wir. Okay. Boah, ich glaube, ich esse noch vorher was. Oder ich trinke noch einen Trank. Machen wir so. Prost. Auf euer Wohl. Auf euer Wohl. Und, da war das. Da war das. Hier. Speichern noch. Ich tue gern speichern. Ja, ich tue gern speichern. So kleine Fortschritte sind für mich ja schon ein Meilenstein. So, ja. Und jetzt da schweben wir runter. La 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 la. Wie so ein Mönch. Ich hoffe, ich breche mir jetzt nicht das Genick dabei. Es schaut schon spektakulär aus, oder?
Kommt ein Heldlein geflogen, setzt sich nieder auf dein Schoß, hat ein Schwertlein am Rücken, von der Mutter einen Gruß. Schön. So ist das schön. So, heil angekommen, sauber. Ja, ist ja so. Ach, wie schön. Dann hebe ich noch das Kraut auf und irgendwo habe ich eine Sau gesehen. Oh, das sind Wölfe. Die machen wir natürlich auch platt. Aber, da wir so schön runtergekommen sind hier, ja, komm nur schön runter, atme. Das sind zwei Schwarze, ne? Wie schön, zwei Schwarze. Ja, ja. Au, ja freilich, ne? Du willst mich beißen? Schäm dich, du Mistviech. Ja, gleich hat sich's ausgebissen. Wo ist denn der zweite? Ja, ja, der schleicht sich wieder an von hinten, ne? Der hat das gern von hinten. Was? Was denkt denn ihr jetzt schon wieder, bitte? Da, komm näher. Mistviech. Ja. Zack, so muss das ausschauen. So, Luti, Luti. Eins, zwei Schweindeln. Da drüben ist auch ein Schweindel. Wunderbar. Die nehmen wir gleich mit. Zwei sogar. Hallo, Herr und Frau Grunzi. Zack. Ja, ja. Au! Jetzt will ich mich dir öffnen, ne? Weil ich ein freundlicher Mensch bin und du rammst mir da deine Hauer mitten in den Bauch rein. Was soll denn das? Und verschämt sowas. Ist irgendwas Besonderes? Nö. Nur ein paar Pilze und dann sind wir auch schon fertig. Was in dem Spiel hier irgendwie fehlt, ist so eine leckere Pilzsuppe, oder? So eine richtig köstliche Pilzsuppe. Boah, ey. Das wäre eine feine Geschichte. Aber mit einer leckeren Keule sind wir auch schon. Au! Sind wir auch schon zufrieden. So. So, da. Na prima. So, ich weiß, ich trödel jetzt ein bisschen rum, aber wenn schon so einladend ein paar Erfahrungspunkte uns auf dem Weg da, also vor dem Weg da liegen, vor den Füßen quasi schon liegen. Ich meine, die liegen uns hier wirklich zu Füßen. Das seht ihr, ne? Da, so. Sogar noch auf dem Rücken liegend. Die müssen wir mitnehmen. Ganz klare Sache. So, ja, ja, da sind noch ein paar Händeln. Ansonsten, glaube ich, ist da nichts mehr. Gut. Da wir hier sind, ist es, glaube ich, schon. Ja, können wir gleich rüberlaufen. Grunzi. Ja, yes. Warte, es wird dunkel, ne? Oder wird es jetzt hell oder wird es dunkel? Ich glaube, hell wird's, ne? Ist wurscht, wir schlafen trotzdem noch eine Runde, da ihm gerade hier ein Bettchen ist. Ein schön warmes, eingeheiztes Bettchen. Gute Nacht, schlaft's gut. Wahrscheinlich schläft er gerade eine Stunde und das war's. So. Wurscht, ist egal. Eine Stunde gut geschlafen ist auch was wert. So, Horuk, runter da. Sehr schön. Und die letzte. Und dann gehen wir, ja, ich würde sagen, dann werden wir uns porten, und zwar ins Banditenlager, und werden das Stück darauf hatschen, bevor wir da den gesamten Weg wieder zurückgehen müssen, würde ich vorschlagen. Jo, und dann schauen wir mal, was Patty uns noch Gutes dazu zu sagen hat. Jo, und dann fehlen uns noch insgesamt 3 Kristallscheiben. Na, jetzt sind da auch schon welche. Hör auf! Naja, vielleicht haben die auch einen Bordstein für uns. Auf jeden Fall mal speichern. Na, du Echsenkratler. Na, komm da her, du grausliches Viech. Es hat sich gerade angehört, als wenn jemand einen Bogen gespannt hätte. Sauber, haben wir den hinteren voll erwischt. Hoho. So könnte es öfter sein. Jawohl. Das geht ja viel besser als erwartet. Zack, zack, zack. Au, 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 au. Dann werden wir gleich die hinten. Dann werden wir gleich. Alles okay? Das war es gerade. Wolfi wäre jetzt fast vom Stuhl gefallen. Vor lauter, geschockt sein wegen mir. Ja? Ja. Manchmal, wenn er mich von der Seite her anschaut, dann muss er sich so schrecken, dass es ihm fast vom Sessel haut. Schön. Ah, so. Passt, erledigt. Ja, ich bin eine schiche Freundin. Ja, ja.
Das weiß er schon. Das hat er schon mitbekommen. Yeah. Und wir haben einen... Jetzt habe ich den Teleporterstein nicht vorgelesen. Entschuldigung. Was haben wir jetzt für einen bekommen? Ich habe keine Ahnung. Südliche Ruine, glaube ich. Ich glaube, südliche Ruine. Belassen wir es dabei. Südliche Ruine. Ja, dumm. Ist eine Ruine. Südlich. Passt. Fein. Er hat gerade versucht, mich zu kitzeln, weil ich immer so viel Blödsinn rede. Aber es hat gerade echt, es hat gerade leicht bedrohlich für ihn ausgeschaut. Ja. So, bedrohlich in Bezug auf seine Gesundheit. Und natürlich belagern mich wieder ein, zwei Gelsen. Wie soll es auch anders sein? Bei so köstlichem Blut, das ich anzubieten habe, das war jetzt kein Aufruf an Vampire, ja? Wirklich nicht. Nein. Bei mir scheint immer die Sonne. Ihr fangt zum Glänzen an, ich schwör's. Lass das lieber. So, jetzt muss ich wieder Karte schauen. Glubschen, glubsch. Hier irgendwo müsste das sein. Ich glaube, ich bin schon richtig. Ich schaue mal auf diese Seite beim Haus vorbei. Vorher trinkt man noch was. So. Ich schaue mal hier hinten vorbei. Da müsste es irgendwo schon sein. Oh. Naja. Zumindest einen schwarzen Wolf haben wir gefunden. Wahrscheinlich sind noch irgendwo fünf. Zack. Oh, das war schön getroffen. Und da fliegt er wieder. Wo ist denn? Ja, sicher. Sicher. Ich hab's gewusst, dass der Saufich da ist. Du Mistviech, du Dreckigs. Ich hab dich gerochen. Dein nasses Fell. Warst vorher ein bisschen in den Fluss gefallen oder so, ne? Saufich. Ja. So, ja. Aber wenigstens sind beide nebeneinander verreckt, das ist schön. Somit kann man praktisch looten. Ja. Das habe ich vergessen. Wo war denn da das Grab? Wo war hier das Grab? Das schaut aus wie ein Grab. Ja, da ist das Grab. Und? Öffnen. Grab, wo bist du denn? Wo bist du denn? Steh schon drauf. Ja, wo bist du denn, Grab? Keine Ahnung. Ja, das ist... Ach, schön. Zu meiner Verteidigung, das hat sich gerade mit dem Hintergrund geschlagen, ja? Wenn man das aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, denkt man nämlich, das gehört zum Hintergrund dazu, ja? Ja? Ja, so ist das. Schau, jetzt würde man es gar nicht sehen von diesem Blickwinkel aus, ne? So, perfekt. Voll dran vorbeigelaufen. Und die letzte Nachricht vom Captain Stahlbart. Ein Pokal, ein Trank mit Geschwindigkeit plus 5, genau, gibt's ja gar nicht. Geschicklichkeit plus 5 und 150 Goldmünzen, sauber. Jetzt können wir zu Betty zurückgehen. Ja, es wäre schon Borden, glaube ich, nicht schlecht. Falsche Taste. Ich glaube, ins Banditenlager sich zu Borden ist, da bietet sich, glaube ich, da gut an. Wenn ich es anfinde, da. Abracadabra, Fidibus Teleportus. Ja, so geht der Zauberspruch. Den habe ich auch gegoogelt. Wenn ich denn nicht geistig denke, oder zumindest ausspreche, funktioniert der Teleport nicht. Ja. Ihr könnt den ohne Zauberspruch verwenden? Wie cheatet ihr denn bitte rum? Nein, ich habe nichts genommen. Keine Tabletten, kein Alkohol. Mir geht's gut. Ja. So. Wir könnten was trinken. Zahlt sich das noch aus? Spürt man da was? Also merkt man was, dass wir uns da heilen? Ja. Nach 20 Schluck wird man dann gesund sein. So. Hü-hüpf. Ach, jetzt habe ich die Ex-Menschen vergessen, ne? Ich bin wieder so schlau. Also, wurscht, können wir noch holen. Wir sind eh dann in der Nähe dort. Dann holen wir sie uns nach und nach. Wir kommen des Öfteren vorbei. Braucht keine Angst haben. Wenn sie jetzt nicht fallen, dann ein bisschen später. Boah. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir jetzt nicht eventuell schon Kapitelwechsel haben. Moment. Was macht der Berater? Wo ist Patty? Was geht da ab? Speichern.
ganz recht, speichern. Was geht da gerade ab? Jetzt habe ich gerade, ich verdrück mich, Alter. Was geht ab? Schnucki? Erongar. Mach keinen Ärger, Freundchen, sonst wirst du Patty niemals wiedersehen. Na, großartig. Noch einer von der Sorte. Muss irgendwo ein Nest sein. Romanov will dich sehen. Er wartet auf dich an der Westküste. Komm mit. Was habt ihr mit Patty gemacht, ihr dreckigen Schweine? Was habt ihr mit Patty gemacht? Ja, das würdest du gerne wissen, was? Aber ja? Von mir wirst du nichts erfahren. Entweder du kommst jetzt mit oder du kannst das Weib vergessen. Weißt was, als Held hat man's echt nicht leicht, ne? Es ist immer dieselbe Leier. Immer werden wir armen Frauen entführt, ne? Kann's nicht einmal umgekehrt sein? Dass ihr Männer mal entführt werdet und von einer holden Maid gerettet werdet? Unglaublich. Na gut, dann geh schon mal vor. Also ich folge dir. Na gut, dann geh schon. Ich folge dir. Ja. Ja, aber beeil dich. Ich werde nicht auf dich warten. Jetzt lauf schon und halt die Klappe. Los geht's. Ja, wenigstens sind wir zu zweit, ne? Ich hoffe, dich kommen die Echsenmenschen holen. Du grauslicher Pirat. Es ist ja unglaublich, ne? Jetzt lässt man das Mädel einmal alleine. Geht mal auf der halben Insel spazieren und dann ist sie weg. Wird sie einfach so entführt. Aber das war eh klar. Ne? Das war eh klar. Ja, ne, du. Das war so klar hier. Bin gespannt, wie viele Ex-Menschen jetzt wieder da sind. Ich glaube, auf dem Weg irgendwo darunter müssten noch welche sein. Zumindest Skelette müssten noch ein paar sein. Wir werden es auf jeden Fall eh gleich erfahren. Ach, diese Hatscherei. So, die haben ein bisschen Blumen pflücken. Komm weiter. Du wartest ja doch. Ich dachte, du rennst weg. Wie der Lügen tut, ne? Er ist ein Pirat. Die tun halt Lügen. Ach, echt? Ja, sind halt keine ehrlichen so, Gauner wie du wir. Du bist hier. Damit habe ich meinen Job erledigt. Das war's? Ja, hast du fein gemacht, Fifi. Dein Herrchen wird stolz auf dich sein. Schnauze halten. Romanov erwartet dich oben im Nordwesten. Ganz am Ende der Westküste. Mhm. Folge einfach diesem Weg durch die Ruinen und du wirst ihn finden. Wie jetzt? Du bleibst hier? Ich habe hier noch was zu erledigen. Ich werde später nachkommen. Mhm. Wäre besser für dich, wenn du Romanov nicht warten lässt. Also beweg dich! Ja. Wo wir wieder bei dem Thema Untote sind. Untot. Soll man mutig sein? Und ein bisschen Romanov noch zappeln lassen. Ich glaube, hier war ebenfalls eine Kristallscheibe. Und zwar da unten drunten, wo wir von den Skeletten verhaut worden sind, ganz böse. Boah, ist da finster. Bist du gescheit. Ich möchte es gern nochmal probieren. Wir können jetzt ein bisschen besser kämpfen. Ja, ich sag doch ein bisschen. Ich möchte es gern versuchen, ehrlich gesagt. Wir haben hier oben gespeiert, wenn nichts ist, dann gehen wir halt weiter. Hallo! Kuckuck! 5 oder 4 sind es halt, ne? Zack! Wir haben einen Haufen Tränke mit ein bisschen Glück. Schaffen wir das Unschaffbare? Derweil sind wir noch nicht getroffen worden, das ist ja schon mal was. Die halten halt auch viel aus. Ja. Au. Oh. Du Sau. Langsam. Schön geschmeidig. Jawohl, ich glaube, wir haben 3 getroffen. Ho, 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 Trottel. Da schnauft er. Au, au, au. Ich muss mal kurz zurück. Ich brauche einen 8er. Puh. Zack, der erste ist hin. Ja, irgendwie leckt er gerade. Hat man das Gefühl beim Kämpfen halt.
Jawohl, der nächste ist verreckt. Und jetzt bleibt tot. Oder auch nicht. Ja, du willst ihn mit deinem Hammer hauen? Gescheiter was ein Haus bauen, Bob, der Baumeister. So, gleich haben wir ihn. Gleich. Warte, ich dachte, da kommt noch einer, dabei ist einfach nur was von der Decke runtergerieselt. Na, komm. Ja. Du brauchst einen Stab, ne? Hast du sonst nichts Langes oder was? Ja. Komm. Jawohl. Also bitte, wenn das jetzt nicht sauber war, weiß ich auch nicht. Knochen, eine Fackel und ein, ja, wirklich eine Handvoll Münzen mehr nicht. So, jetzt es werde Licht. Ich habe den Schalter gefunden. Der war in meiner Tasche. Noch ein Knochen und noch ein bisschen Gold. Also ein Goldmünzen halt. Dasselbe in grün. Oh, Vasallenring. Aha, okay, das haben wir bekommen. Keine Kristallscheibe. Vasallenring. Sind wir auch zufrieden. Haben wir dann schon drei, glaube ich, ne? Yep, die Hälfte schon. Fein. Das haben wir ja fein gemacht. Feiner Held. Ja, fein. Aber es könnte durchaus sein, dass wir hier trotzdem eine Kristallscheibe finden tun. Ich glaube, mich zu erinnern, dass hier beides war. Naja, zumindest ein Ghoul ist hier. Und da hinten war, glaube ich, noch ein Skelett. Ja? 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 Ja, auf Anhieb richtig. Boah, heute ist mein Tag. Skelett beschwören und 250 Goldmünzen. Wir können schon wieder transcheln gehen, mein Lieber. So. Das ist wieder speicherungswürdig. Bin ich auch der Meinung. Und her von und zu Ghoul. Komm mal. Ghouli. Ghouldeckel, wo bist du? Viele Skelette. Nanu? Kein Bock. Herr Ghoul? Jawohl. Hatte Bock. Boah, schau, wie schnell die Sau ist. Echt. So. Au. Und natürlich hat er Eis. Natürlich setzt er Eis ein. Ich hab's nicht mitbekommen. Das Eis. Du Sau. Du Ferkel. Hui. Au. Trinken. Brav. Ja, sicher. Au, au, au. Was ist mit dir? Hast du zu viel Kaffee getrunken oder was? Ha? Au. Der mit seinem Kackeis. Echt. Echt, ey. Dreimal. Okay, schön ausgewichen. Du mieses, fieses Scheißviech. Au. Dreimal, viermal. Mhm. Okay, komm. Wieder die Schmuckstücke ändern, dann geht's schon. Oder habe ich es eh drinnen mit Eis? Ich muss mal schauen. Das war jetzt wieder typisch, ey. Die mit ihrem blöden Eis. Ich freue mich schon, wenn die Resistenz wieder sehr hoch ist diesbezüglich. Was haben wir denn an? Was haben wir an? Geschicklichkeit plus was bei was? Schutz vor Stichwaffen, also doch. Schutz vor Magie, Schutz vor Eis. Da Klingen ist pfui. Ich hätte gerne was mit Magie, Eisresistenz. Da hatten wir doch was. Wo bist du denn? Stärke? Da ist er. Lebensenergie kann behalten bleiben, tut. Ja, jetzt kriegst du aufs Maul. Ich bin nicht einmal ganz gesund, sehe ich gerade. Ja, dann brauche ich mich auch nicht wundern. Ich brauche mich da nicht wundern. Haben wir gebratenes. Sauber. Novizeneintopf haben wir auch noch ein bisschen was. Dann futtern wir doch das auch weg. So, teilen wir ein bisschen auf. Feuereintopf. Da haben wir auch schon was gekocht. Ich habe komplett alles vergessen. Wieder mal. So. Also nochmal. Ich tue es nochmal speichern, damit das Gefutterte auch bleibt. Für den Fall der Fälle, dass du mir wieder den Arsch versohlst, du Viech. Komm her. Blödes Mistviech, echt. Ja, ich bleib natürlich beim Eingang hängen, ist ganz klar. Zack, sauber. Dreimal erwischt. Naja, komm nur her. Au! Sag einmal, schau dir das an. Das Licht ist auch gleich buggy. Ah, ja, ja, dreimal. Und Eis auch noch. Ja, sicher. Freilich. Hast du sonst nichts zum tun, ne, du Viech? Na, komm her. Zweimal.
Du Mistbratzenviech, du mit deinem Scheißeis, jetzt ist aber genug damit. Schluss aus. Echt, manchmal muss man diese Gule einfach nur erziehen. Warte, soll ich raufgehen schlafen? Ja, jetzt ist auch schon zu spät. Scheiß doch nun drauf. Scheiß doch nun drauf. So, saufen und fertig. So, das nehmen wir mit. Scheißdrecksgul, echt. Komm her. Ja, komm her. Der huft mich gleich an, ne? Wie so ein weiß nicht. Der sicher, der zweite auch gleich. Natürlich, wieso nicht? Will mich nicht noch jemand ins Kreuz reinschlagen? Ha, habt ihr sonst nichts zu tun. Wieso triffst du mich eigentlich? Das war so aber nicht ausgemacht. Da, der ist hin und du auch gleich. Du bist Skelett. Dreckiges. Au, ich bin gleich hin, wenn ich es weitermache. Alter, komm her. Komm ins Licht. Schau, wie der hartnäckig ist. Du Gerippe. So, jetzt aber. So, jetzt bist du nur noch Knochenmehl. Mistviech. So. Was haben wir denn da drinnen Schönes? Vielleicht ein Bettchen zum Schlafen? Nein, aber ein Schrank. Ein Schrank haben wir da. Mit einer Fackel, ein Wein, ein Fläschchen und zwei kleine Heiltränke. Super. Die können wir gleich wegsaufen. Würde ich vorschlagen. Die schiebt man gleich nach hinten. So. Ein Bröstelchen. Fein. Das passt so. Eine Rezeptur. Aha. Und eine Truhe. Ah, die verhaue ich wieder. Willst du sehen? Nochmal. Siehst du das? Fang schon gut an. Der Dietrich ist. Ja, ja. Natürlich ist der Dietrich hin. So. Was haben wir hier? Illusion erschaffen, Bolzen, Pfeil, einen Knüppel aus dem Sack und ein paar Goldmünzen. Sehr gut. Sehr fein. So, so, so. La, la, la. So ist fein, so soll es sein. La, la, la. Sind wir hier fertig? Jupp. Was haben wir da noch Schönes? Eine Böhre. Eine Beere. Ist da sonst noch was? Irgendwie geht's da mal... Der geht's runter. Ob das so gesund ist? Ob das gesund ist? Ich weiß, man... Oder dient das vielleicht sogar als eine Abkürzung zu Romanov? Warte mal, wie war denn das schnell? Wie war das schnell? Du mal gleich mal auf die Karte glubschen. Die Karte Romanov ist... Ja, irgendwo da unten. Theoretisch müsste es gehen. Dann wird man uns den Weg darüber sparen. Aber ich glaube, da gibt es auch ein paar Echsenmenschen. Allein dafür würde es sich auszahlen, hinzugehen. Und dort weiß ich ganz bestimmt, dass es eine Kristallscheibe gab. Aber auch ganz viele Ghule. Ja, so ein Kratler wie dich. Genau. Na, nicht wie ihr. Der, was am Boden lag, ne? So. Lalalala, lalala, lalala. Da ich ja so Erfahrungspunkte gierig bin, werden wir da mal lang gehen. Denn auch hier, ja, ja, genau, dich habe ich gemeint. Sind ein paar Skelettis. Ja. So, was ist mit das Unkraut im Weg? Jetzt hätte ich ihn fast nicht gesehen. Ja. Da, na? Du bist ja wieder ganz ein Hartnäckiger. Ja, das sehe ich dir an der nicht vorhandenen Nasenspitze an. Spitze. Genau. Ja. Ja, komm. Wird da schön gemütlich dahin latscht. So, der ist sauber. Nichts erwischt. Au. Jawohl, jetzt ist er hin. Wieder mal ein armer Schlucker. Seinen letzten ganzen Knochen, den er hatte, gibt er uns. Und sein Geld. So, nicht Ruhe. Ich dachte, da kommt gerade wer. So, wir haben hier eine Malerpflanze. Ein paar Pfeile und einen Knüppel aus dem Sack. Da oben steht noch so ein Kratler. Zwei. Oha. Ist hier auch jemand, der aufs Maul möchte? Was? Ich? Ich doch nicht. Ah, da geht's auch runter. Ah, da war was Besonderes. Da war was Besonderes. Da können wir noch nicht rein, glaube ich. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Das ist was Besonderes. Das ist für später. So langsam kommt ja mein Erinner-mich zurück. Komm her, Skeletti. Ach, kann der nicht laufen? Ich wollte gerade sagen. Oh. Du kannst doch schneller in meine Klinge laufen. Wenn du gehst, hast du nichts davon.
Na komm. Wie der sie blocken kann mit seinem blöden Priegel. Sakrament. So, komm. Ja, komm. Riech einfach mitten auseinander. Dann haben wir es hinter uns. Ja, wenigstens ein bisschen getroffen. Jawohl. Das nächste Skelett zu Knochenmehl verarbeitet. Warte. Also wir müssen Kratler, nicht, dass da unten auch noch einer ist. Komm da her, Skeletti. Ja, ja. Ja, ja, da kommt er angelaufen, mitten im Sprungdings. Du spinnst ja eh. Du Mistviech. Au, boah. Jetzt sage ich schon auf, weil ich gar nicht getroffen worden bin. Das ist schon der Reflex dazu. So. Na komm. Dann hau ich halt dich, wenn du nicht willst. Da. Jawohl, das lief gut. Nein, nicht durchfallen. Und tschüss. Ups. Den kann ich jetzt nicht mehr looten. Ups. Ich bin mir sicher, er hatte einen Knochen. Ja. Und wahrscheinlich 12 Goldmünzen. Nein, du springst da jetzt runter und holst dir das. Das ist deine Pflicht, Zocki. Na, nee, mach ich nicht. Ich bin da zickig. Mach ich nicht. Da komme ich nie wieder rauf. Aber hier, glaube ich, hier ist, glaube ich, noch ein Kratler daheim, oder? Was haben wir denn da? Einen Pokal. Einen Pokal, einen Pokal. Hallo. Hier kommt der Held. Oh, da ist niemand mehr. Na gut, dann nehmen wir halt den Heiltrank mit. Kleiner Smaragd. Eine Halskette. Eine schwache magische Heilung. Und Berserker. Und noch irgendwas. Da ist noch was. Nochmal eine Heilung. Alter Schwede. Haben sie da einen Schreiberling umgenietet. So. Ein paar schöne Sachen noch. Perfekt. Super. Super. Können wir schon wieder weiterhatschen. Juhu. So. Da müsste, glaube ich, noch irgendwo... Ja, ja, ich sehe dich schon. Herr Skeletti, komm her. Nur keine Scheu. Ja. Quatsch. Jawohl, getrefft. Ja. Und zack. Boah, den haben wir schön hingemacht. Sauber. Sauber. Ist da noch was? Irgendwas zum Looten? Nö. Aber hier ist ein schöner Pilz. Ja. Ein schöner Pilz. Hm? Ganz ehrlich, ich mag beide wirklich gleich gern. Weil sie von Piranha Bytes gemacht sind. Ich muss sagen, die ersten Spiele waren Gothic und Gothic 2 mit Nacht des Raben. Muss ich sagen, die habe ich von Anfang an ins Herz geschlossen. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe extra für Gothic 3, habe ich mir damals als junges Mädel mein gesamtes Erspartes, was ich noch hatte, zusammengekratzt und habe mir dafür einen PC gekauft, weil meiner einfach zu schlecht war. Ja? Und da ich dann mitbekommen habe, dass Gothic 3 eigentlich nicht ganz fertig entwickelt ist und dass Piranha Bytes da die Arbeit nicht vollendet hat, war ich so traurig. Ich habe das Spiel zwar fertig gespielt, aber so richtig lieb gewinnen konnte ich Gothic 3 nicht. Gothic 2 und der 1er Teil, ja, die sind mir einfach ans Herz gewachsen. Und vor ein paar Jahren habe ich dann mitbekommen, dass das Piranha Bytes in Wirklichkeit an Risen gearbeitet hat. Sofort bin ich auf Steam und habe mir das Spiel gekauft. Ich habe es dann gleich durchgezockt und ich habe das Gefühl gehabt, als wäre ich in Gothic. Wirklich. Ich habe mich sofort zu Hause gefühlt. Und deshalb kann ich nicht sagen, was ich lieber habe, weil ich habe alle drei gern. Bei Risen 2, da habe ich es nur mal gerade mal angetestet, mehr kann man dazu echt nicht sagen. Ich habe nur ein paar Stunden gerade mal gespielt. Das Dreier habe ich auch, das habe ich noch gar nicht angeschaut, weil ich dazu noch keine Zeit hatte. Und zu meiner Verteidigung wollte ich sagen, es war
zu dem Zeitpunkt auch schon YouTube ein ganz heißer Wunsch von mir, dass ich mal Let's Plays machen möchte. Und habe mir gedacht, das hebe ich mir für euch auf, für uns alle. Also Risen 2 und Risen 3 möchte ich liebend gerne dann als Let's Play-Projekt machen. Und ja, wie gesagt, also Risen und Gothic sind für mich, ich weiß, es sind verschiedene Spiele, aber vom Liebsein her habe ich sie beide gleich gern. Muss ich echt sagen. Na komm, ja komm, ja komm. Sei ein braver Wurm. Ja, schau lecker Fleisch. Ja, ja. So, ich hoffe auch, dass sie noch viele, viele, viele Spiele machen. Ich weiß, nächstes Jahr im März, wenn ich mich richtig erinnere, kommt da jetzt noch ein Spiel raus von Piranha Bytes und Nordic Games. Und das steht schon auf meiner Liste auch. Ja, das will ich auch gerne haben. Ja, ich will, ich will, ich will. Ich glaube, Alex nennt sich das Spiel. E-L-E-X. Geschrieben. Und ja, ich weiß, dass es von Zenon gemacht ist, also von den beiden. Und ja, es dürfte sich wieder um ein mittelalterliches Spiel handeln, was ich gerade so mal ein bisschen gesehen habe. Und das will ich unbedingt haben. Also, ich warte nur noch drauf, bis es März wird. Bis es endlich im Laden erhältlich ist. Ja. Und bin auch sehr gespannt, was sie da zusammengezimmert haben. So, da oben ist jetzt eine Kristallscheibe. Soll ich mutig sein? Ich will mutig sein. Ich weiß, da oben sind einige Kratler unterwegs. Ich werde ein bisschen was essen. Den Eintopf, den gönne ich mir jetzt mal. Ich weiß, da war wahrscheinlich zu viel. Dieser köstliche Fleischeintopf. So, Horuk. Den Zauber müssten wir noch haben. Also da vorne ist ja wieder mal eine Barriere. Und wir wissen, Barriere ist gleich Kristallscheibchen eigentlich. Leider auch mit vielen Echsenmenschen, fürchte ich. Da gab es, glaube ich, keine Stelle, wo es keine ekelhaften Echsenmenschen gab. Boah, ist das schon wieder finster, ey. Sind das zwei? Es sind zwei. Na los, komm her, in Gottes Namen. Ja, ja. In Risens Namen, komm her. Ja, sicher. Spring mich nur an. Jetzt kommt der zweite. Natürlich. Ist ja ganz klar. Einer wäre zu langweilig. Zack. Au. Dreimal, genau. Und Magie willst du einsetzen? Sicher nicht. Du Kratler, sicher nicht. Ja. Ich treff dich, ich schwöre. Oh. Ja, ja, glitsch dich nur in die Wand rein. So, ja. Schau das an. Du Fiesling. Alter, du brauchst doch nur sterben. Mehr brauchst du nicht, du? Siehst du das? Geht ja. Sauber. Nicht perfekt, aber sauber. Da trinken wir gleich mal was. So, falsche Taste. Wenn man zu viele Spiele spielt, irgendwann verdrückt man sich. Ja, die Macht der Gewohnheit. Unglaublich. Wenn ich Fallout spiele, nehme ich öfters die Tasten, die ich bei Final Fantasy brauche. Es ist echt, ja. Halt das hin. Boah, hab ich Glück gehabt. Ich habe ja nur Glück gehabt. Da ist ja noch so ein Depp. Ich muss speichern. Dass ich den nicht gebullt habe, das war echt nur Glück. Na los, na los. Komm her. Zwei von eurer Bande schaffen wir schon. Drei wären ungut, aber zwei sind machbar. Du machst sicher keine Magie. Du grausliches Viech. Ja, und wieder hüpft er mich an. Ist ja klar. Vor lauter Freude will er eine Umarmung haben. Ja, ja. Ist schon gut. Ah, verflixt. Jawoll. Aber läuft schon besser, muss ich sagen. Ich bin entzückt. Es läuft schon besser. Jo. Ja, ja. Ein weiteres Spiel, auf das ich mich auch schon sehr, sehr freue und wo ich noch nicht weiß, wann das kommen soll, ist ein Ghoul. Nein, Spaß. Die Gilde 3. Ihr wisst es wahrscheinlich, also wer auf meinem Kanal ein bisschen da so rumstöbert, ich habe das 2 ja schon gespielt. Gleich zweimal, zum ersten die Kampagne und zum zweiten ein Sandkastenspiel, wo ich versucht habe, Alter, wo ich versucht habe, alle Gebäude, die machbar waren, einmal zu bauen und sämtliche Titel zu bekommen, darunter auch Königin. Jo, haben wir auch gemacht, mit Königsmord, so wie es sich gehört.
Also, wir haben es nicht ehrlich gewonnen, wir haben es uns das, ja, erarbeitet. Und da freue ich mich eben schon auf den dritten Teil. Also mein letzter Wissensstand ist, dass es noch in Entwicklung ist, sie sind noch nicht fertig. Ich habe aber auch schon gehört, dass es im Laufe gegen Ende Dezember kommen soll. Also wirklich käuflich erwerblich sein soll. Ich bin echt gespannt. Ich will es haben, auf alle Fälle, ich will es haben. Wirklich. Ich brenne darauf. Es ist auch so eine Geschichte. Ich glaube, was stand da? 10 Jahre? Mehr als 10 Jahre musste man darauf warten, dass ein neuer Teil kam, also unterwegs ist. Was hast du denn, armer Kerl? Bier, Grog, ein Schwert und ein paar Goldmünzen. Arme Sau. Ja, da hast du dir wohl einen falschen Platz ausgesucht, um deine Kiste zu vergraben. Und ich muss aufpassen. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Halt, da oben auch. Eine Stachelratte. Ja, ja, komm nur her. Ja, wie willst du denn das jetzt anstellen, du Viech? Aha, außen und herum. Wahrscheinlich bringt er gleich ein paar Freunde mit. Na, kommt alleine. Kommt derweil alleine. Das ist schön. Passt. Aber Dom ist auch ein Ghoul. Ein Ghoul. Sollte ich mich von da oben besser anschleichen? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es nur einer ist oder ob es wieder 20 sind. Ich glaube, es ist nur einer. Laut den leuchtenden Augen in der Finsternis ist es nur mal einer. Bis mich dann von hinten wieder irgendwas anspringen tut. Du setzt keine Magie ein, du Kratler. Oder vielleicht doch noch? Weil ich nicht aufpasse? Na, den haben wir schön umgehauen. Wieder mit mehr Glück als Verstand, aber schön umgehauen. Oh yeah. So. Horuk. Feine Geschichte, feine Geschichte. So, ein Pilz, mehr nicht. Naja. Dann halt ein Pilz. Ich dachte, unten rührt sich gerade was. Na. Eine optische Täuschung. So, dann geht's weiter in die Finsternis. Hallo? Ich höre da was. Oh mein Gott. Ich höre einen Gorilla. Also das wäre jetzt nicht gut, wenn... Ich hab's vergessen. War der... Der könnte zu einem Problem werden. Hey. Der könnte in der Tat zu einem Problem jetzt werden. Ich weiß auch, ich habe die Höhle... Ich habe das erst viel später gemacht, das hier. Der ist da oben, ich weiß es. Und wir müssen darauf, das weiß ich auch. Das ist nicht so schön. Das ist gerade nicht schön. Ich schau mal, ob ich vorbeikomme, aber ich glaube nicht. Ich glaube, den musste ich besiegen. Ich muss auch zugeben, ich habe diese Kristallscheibchen, als ich es privat gespielt habe, erst dann geholt, als ich die nächstbessere Rüstung hatte. Ich glaube, es ist auch so vorgesehen, ursprünglich, wenn ich Pech habe. Ja, freilich muss ich darüber. Ja, sicherlich, freilich. Was frage ich denn so blöd? Ich weiß gerade nicht, ob das so gescheit ist. Oh, ist schon spät. Hallo. Ja, servus. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin der Held und du bist das Monster. Ja, genau. Hast du eine hübsche Prinzessin entführt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, der haut mich weg. Später ist es nicht so ein Problem. Nein, ich glaube, das lasse ich für später. Warte, das lassen wir für später. Das lassen wir für später. Gehen wir lieber zu Romanov. Ja, der... Nein, das ist nicht so... super grad. Gehen wir zu Romanov. Wir haben eh schon bisher sauber gemacht, also gecleared. Ich tue mich danach erleichter. Dann brauche ich nicht 25.000 Ghule besiegen, sondern nur 20. Was ist hier noch? Eine Fackel. Ja, die können wir immer brauchen. Es ist unten ein Fläschchen. Die ist sauber. Die habe ich schon aufgemacht, oder? So schlau würde ich schon gewesen sein. Na, bin ich nicht. Ich bin echt nicht so schlau. Ja. Ach so, weil ich vor dem Ghoul Angst hatte, ne? Ja, natürlich. Naja, gut. Ich hau mal ab. Ich mach's lieber später. So.
Mit einer besseren Rüstung. Wir müssen uns ja nicht quälen. Und Zeit haben wir ja noch ein bisschen. So. Da-ra-ram, da-ra-ram. Hui! So. Nix wie runter da. Wobei... Na, das passt so. Stimmt, das nächste. Hier. Mal, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt, wie viele Echsenmenschen hier sind. Gar keiner noch. Stimmt, die waren dann hier. Und hier sind nur Skelette. Na gut, das ist machbar. Das ist machbar. Den Gorilla lasse ich mal für später. Ah, Tarzan und Jane spielen wir ein bisschen später. So, na komm. Wobei ich die Jane bin. Ja, so wie ich mich anstelle wie ein Mädchen, ne? Hör auf. Hörst auf. Sag einmal. So. Na, und jetzt traust du ihn immer, oder was? Schau dir das an. Der hintere, ne? Ja, ja. Hat jetzt viel gebracht. So, erledigt. Und du auch gleich. Du willst mich hauen? Du willst mich hauen? Das sehe ich anders. Ja. Ja. Er wird mich hauen. Nicht er will, er wird. So, schön. Passt. So, ja, ja. So, ja, ja. Dann haben wir nämlich noch auch die Gelegenheit. Die Gelegenheit, noch was zu lernen. Noch ein paar Fähigkeiten eventuell. Und natürlich mit einer besseren Ausrüstung wird das Ganze leichter und überhaupt machbar. Bestimmt, ich meine, Profis von euch, traue ich mich wetten, ihr kriegt es da sicher hin, traue ich mich wetten, dass es wirklich Leute gibt, die das so spitze hinbekommen. Also ich bin nicht der Typ. Also bei mir ist da Hopfen und Malz verloren. Ja, richtig, wohl. Ich habe es richtig gemacht. Wahnsinn. Einen Mana-Trank, eine Halskette und ein paar Goldmünzen. Super. Und ich bin schon wieder angeschlagen. Wie geht denn das? Bröstlichen. Und ich werde noch einen kleinen dazu saufen. So. Passt. So schaut's gut aus. So können wir es lassen. Weil da unten allein den Weg da runter zu Romanov. Ihr seht ja, da drüben sind schon wieder diese komischen Panzergrillen. Diese dreckigen Viecher. Die geben eh auch noch genug Erfahrungspunkte und die sind eh recht anstrengend. So. Da müsste, glaube ich, da war, glaube ich, auch irgendwo eine Goldader oder so. Ich glaube, da unten drin. Die können wir dann auch mitnehmen. Hallo. Ja, freilich kommen alle drei. Freilich kommen alle drei. Ich glaube, ich gehe mal hier hin. Da könnten wir einen guten Schutz haben. Ich hoffe es. Zack, zack, zack. Ja. Ist jetzt schon wieder mal viel Schaden, ist es nicht. Da, da, baba. Hallo. Was soll das denn? Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ui, 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 ui. Komm her, du Mistviech. Ja, ja, sicher ruft es mir an. Au. So, so, gleich ist sie hin. Das Ungeziefer. Die zweite, ne? Du Mistviech. Schäm dich. Na, würdest du? Fast. Na komm. Au. Jawohl. Sauber gemacht. Au, au, au. Ja, ja, komm nur, du. Ekelhaftes Mistviech. Nie habe ich Insektenspray dabei. Nie. Das wäre so einfach. Einfach sprühen und weg ist es. So. Ja. Jawohl. Oh, oh, der war schön, der Schlag. Ja. Oh. Au. Ja. Jawohl. 140 jeweils. Wunderprächtig. Wie, eure Flügel darf ich nicht haben? Wie gemein. Aber schön gemacht. Nicht schlecht. Die fielen ja fast von selber um. So, noch ein bisschen was Leckeres knuspern. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Das will ich mal sehen, ne? Baust dir ein Haus aus Stein und irgendwer fängt es an aufzuessen. Dann wäre es wahrscheinlich ein Gorone von Zelda. Das kann ich mir vorstellen. Dass die das futtern tun. So, ich möchte gern speichern. So. Ob das allerdings lecker ist, ich kann es mir nicht vorstellen. Staubig wahrscheinlich. Muss er viel Wasser dazu trinken? Ja. So. Da
ich mich richtig erinnert. Schön. Ja, mit der Gold. Mit den Goldnuggets. Und da oben war noch so ein Insekt, glaube ich, ne? War jetzt Romanov? Na, noch nicht. Da oben ist er noch nicht, aber ich glaube, ein paar Skelette sind da auch noch da oben. Ja, ja. Fein. Das gibt schöne Erfahrungspunkte. Na, komm nur her. Deine Verwandten haben wir schon erledigt. Jetzt bist nur noch du übrig. So. Naja, du kannst da schon versuchen, mich zu stechen. Das wird nichts werden. Ja. 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 Du schaust so schlecht aus. Du brauchst unbedingt eine Portion Eisen. Schau. Schau. Da schau. Ja, das war die richtige Menge für dich. Jetzt schaut er viel gesünder aus. Und vor lauter entspannt legt er sich gleich mal hin. So. Drei Skelette. Muss das sein? Drei gleich. Ach ja je. Drei Stück. Ist das nicht ein bisschen viel? Nö, das ist genau richtig. Ja, komm nur her. Komm nur her. Ja, du versuchst mich aufzuschlagen. Ja. Das ist eh typisch für euch Skelett-Heinis. Wenn der eine nichts kann, tut halt der andere was. Siehst du es? Ist schon soweit. Ja. Ja. Ah, auf die Gosche. Ja, ja, sicher, du kleiner Fratz, du. Na? Ja, sicher. Ihr könnt euch auch treffen lassen, dann wäre das Ganze schneller zu Ende. Für mich ist gleich zu Ende, wenn ich so weitermache. Siehst du? Gleich zu Ende. Ja, ja. Ja, ja. Alter, fast zu früh auf. Sicher. Triff nur. Du Mistkerl. Ich muss was trinken gehen. Ganz, ganz dringend. Hui. Schnell runter damit. Schnell die Waffe ziehen und gut ist. Alter, hast du das gesehen? Ich hab's nicht versucht und hat nicht hingehauen. Du Mistfink. Ja. Jawohl. Was willst denn du überhaupt? Du kleiner Mistskelett-Typ. So. Au. Ach Gottchen. Und wieder saufen. Ich hoffe, das geht's hinaus. Jetzt wäre ich fast einen Hang runtergefallen. Das ist sauber. Ja, dann könnte man den Kampf auch schnell beenden, ne? Schau dir das an, wie der sich von hinten anschleicht. Ja. Alter, du Mistfink von Skelett. Echt. Jawohl, das hast du jetzt davon. Ja. Will mich der von hinten eine drüber braten? Echt. Glaube ich. Unfassbar. Was sind denn das für Manieren, bitteschön? So. Jetzt haben wir den Hintern umgehauen. Das ist so schön. Das ist echt immer schön. Jawohl, sauber. Eins muss ich sagen, gefällt mir trotzdem. Ein Vasallenring. Schön. Eins gefällt mir trotzdem an Gothic besser. Und zwar das Bullen der Gegner. Ja, das Heranlocken der Gegner. Da konnte man, egal wie groß das Rudel ist, konnte man meistens eines nach dem anderen rausbullen. Das ist hier halt nicht möglich. Ist wahrscheinlich aber auch realistischer so. Weil es ist doch schon etwas komisch, ne? Wenn das Alpha-Männchen oder, keine Ahnung, ein Gruppenmitglied verhauen wird und die anderen auch. Oh, na. Wenn ich da jetzt helfe, ne, wären meine ganzen Nägel kaputt, die ich gerade so frisch und schön lackiert habe. Na, das, also wirklich. Was meinst du? Was meinst du, Taniel? Ja, da hast du vollkommen recht. Also meine Frau hat sich auch gerade die Finger schön gemacht. Die ist da hinten, die mag gerade nicht. Und ich habe keinen Bock, ehrlich nicht. Ich gehe da jetzt rüber und genieße mein Bier. Ne? So hatte man oft das Gefühl. Oder bei den, was weiß ich, die Wölfe allerdings, die waren schon im Rudel. Die waren schon... Wie? Ist jetzt echt ein Rudel? Wie hat der das jetzt geschafft, dass er keine... dass er die Skelette jetzt nicht gepult hat? Hä? Echt jetzt? Look, look. Wirklich, wahr? Okay. Ich schau nochmal kurz hier rauf. Wie hat denn der die Skelette nicht gepult? Wahrscheinlich hat er sie bezahlt. So wird es sein. Oder beschworen vielleicht sogar. Blödsinn. Ist nur ein Blödsinn. Jawohl. Ah, schöne Truhe. Die nehmen wir auch gern mit. Ja, ja,
Nein, ist schon wieder verkehrt, ne? Jetzt habe ich mich gerade gefreut und ist schon wieder vorbei. So, links oder rechts? Ja? Ja? Ach, geh komm. Wie soll ich mir das jetzt merken? Ich mach's wieder falsch. Was jetzt rauf oder runter? Runter? Ja, sieh was rauf. Gut, sie Türken, ich hab's gewusst, ich mach's falsch. Runter, rauf, runter, rauf. Ja, jetzt haben wir's. Nee. Magischer Schutz, sehr schön. Ein Amulett. Pfeile und 174 goldene Münzen. Sehr schön. Gar nicht mal so schlecht. Dieses Amulett ist sehr gut dann, wenn wir gegen Schwertkämpfe und so kämpfen dürfen. Ja, das ist nicht schlecht. Ich könnte mich eigentlich wieder umrüsten, aber ist ja wurscht. Servus, Burschen. Na? Wo ist mein Mäuschen? Hey du, komm mal her, mein Freund. Wir müssen uns mal miteinander unterhalten. Das sehe ich auch so. Was soll das jetzt werden? Ein Hinterhalt? Lass mich raten. Du tötest mich jetzt, nimmst mir Stahlbarts Hinweise ab und hebst den großen Schatz, ja? Lass den Quatsch. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht kann. Ach was, warum nicht? Patty und du seid die Einzigen, die diesen verdammten Fluch von Kapitän Stahlbart bannen können. Dieses Teufelsweib hat sich schon geweigert, mit uns zu kooperieren. Jetzt hängt alles von dir ab. Was hast du mit Patty gemacht? Was hast du mit Patty gemacht? Sie ist an einem sicheren Ort, wo sie über ihre Drohungen, die sie mir entgegengeschleudert hat, gründlich nachdenken kann. Ja, das klingt ganz nach ihr. Es liegt ganz an ihr, ob sie das Tageslicht jemals wieder sehen wird. Super. Was mich angeht, habe ich keine Skrupel, sie dort verrotten zu lassen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ach so, und was ist da mit dem Schatz? Wahrscheinlich gräbt er dann die ganze Insel um. Irgendwo wird er schon sein. Stahlbarts Fluch. Was soll das sein? Stahlbarts Fluch? Was soll das sein? Stell dich nicht dümmer, als du bist. Ich habe schon einen meiner Männer bei dem Versuch, den Schatz zu heben, verloren. Stahlbart, der Mistkerl, hat seinen Schatz mit irgendeiner tödlichen Teufelei gesichert. Keiner meiner Leute traut sich auch nur einen Fuß da reinzusetzen. Tja, aber das müssen sie ja auch nicht. Wir haben ja dich, nicht wahr? Was genau erwartest du jetzt von mir? Also, du hast jetzt die Wahl. Ja. Entweder du gehst in die Höhle und bringst mir, was ich haben will, oder du wirst Patty nicht wiedersehen. So einfach ist das. Ach so, ja, so einfach ist das. Wo ist mein Pfefferspray? Der braucht eine Portion. Ich bring dir Stahlbarts Schatz und du lässt Patty frei. Patty ist mir egal. Boah, wir machen halbe-halbe. Machen wir es kurz, zieh deine Waffe. Na, schon das Erste, ne? Ich kann mal gegen den... Kann man das schaffen? Die umzuhauen? Na, Patty befreien. Wir ich sind bring dir Stahlbarts Schatz. Und du lässt Patty frei. Wie ergreifend. Joker. Sie hat ja wohl den Kopf verdreht, was? Aber naja. Ich habe das auch nicht anders erwartet. Gut. Abgemacht. Bring mir, was ich haben will, und du sollst das Teufelsweib haben. Aber beeil dich. Wenn das Ganze zu lange dauert, werde ich mir die ganze Sache vielleicht doch noch anders überlegen. Und jetzt geh. Ich werde hier auf dich warten. Ja, ja, schon gut. Aber ganz ehrlich, so wie die Patty bekleidet ist, ne, da kann man, also da verliert der Mann ja nur den Kopf, ne? Ich meine, vom Verdrehen. Ja. Ja. Da. Ein bisschen was Futter noch. Ein Brathering können wir auch noch runterhauen. Ins Bäuchlein rein, wunderprächtig. Ich glaube, das reicht. Ich muss speichern. Ich weiß, ich werde sie wieder versauen. Außer wieder, mein Glück hält bei mir Einzug und es ist wieder finster. So, Licht. So. Ja, jetzt habe ich mich vor der Nautilus erschreckt. Meine Güte. Da, zack. Zack. Na nun? Alles? Nur zwei? Okay, nur zwei. Pigan. Der Gute hat Stachel, Wasser, Rum, wie sich's für einen Piraten gehört. Ein Jagdmesser und ein paar Goldmünzen. Ja, die Nautilus. Nautilus, so. Eine Steinplatte, die nehmen wir auch gern mit. Und hier gibt es ein Rätsel.
Ihr seht schon, warum ist er umgefallen? Weil er die Truhe da geöffnet hat. Ja, ganz recht, das ist noch nicht so schlau, wenn wir das machen. Daher, warte mal, da geht's wieder raus, ne? Ja. Daher, gehen wir mal weiter rein. Ich glaube, wir sterben nämlich auch, wenn wir das machen. Bulba. Es gibt nämlich nur ein Grab, was ich weiß, das richtig ist. Die anderen sind mit einer Falle versehen. Einer tödlichen Giftgasfalle. Und das sind Gule. Meine Güte, ich bin so unvorsichtig. Yes, na. Ja, ja, natürlich mit Eis. Au, ist schon gut. Ja, ist schon gut. Du kriegst dir eine aufs Maul. Ja, sicher, nochmal mit Eis. Was? Ja, hallo, hallo, hallo. Au. Ist es schon gut, du, mit deinem scheiß Eis, ne? Puh, der ist weg. Und ich auch. Kruze Dürken, das gibt's ja nicht. Echt Scheißendreck. Scheißendreck. Ich dachte, das wäre sicher hier. Da ist gar nichts sicher. Nichts ist sicher. Nein. Wie spät haben wir es denn schon? 20:15. Ah, viele Stündchen. Wollt ihr eigentlich Pause machen? Ich meine, ich hätte nichts dagegen. Wir können gerne durchzocken, meine ich, bis... was war immer die Zeit? 22:30 Uhr oder so? Oder 15? Oder 30 oder so? 30, glaube ich, ne? Was sind das? Warte mal, muss nachrechnen. 20, 30, 21, 22, 30. So, dann haben wir die 3 Stunden. Nein, stimmt ja gar nicht. 22 Uhr, so muss das sein. Ich rechne immer die Pause mit. Ich habe ja früher immer Pause gemacht. 15-minütige Pause. Aber die war eigentlich gar nicht wirklich notwendig. Irgendwie sind die Zuschauer dann weggegangen und nie mehr wiedergekommen. Vielleicht habe ich mich auch verredet. Vielleicht habe ich gesagt 15 Stunden Pause statt Minuten. Das könnte vielleicht auch sein. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ja. Und da habe ich gedacht, ziehen wir das durch. Ich werde nur die Aufnahme dann stoppen für YouTube, dass wir eben die 1,5 Stunden zusammenkriegen und eben die nächsten 1,5 Stunden quasi einen zweiten Teil eben von dem heutigen Abend machen tun. Jo, machen tun. So, 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 la, la, la. So, lädest du heute noch? Oder hast du keinen Bock mehr? Vielleicht braucht das Spiel eine Pause. Hat es sich jetzt wieder aufgehängt? Ich glaube, mein Auge fängt an einzuschlafen. Das ist echt unglaublich. Mein einziger Trost ist ja nur, dass ich nicht die Einzige bin auf Twitch, die eben auch mal hier und da technische Problemchen hat. Ich glaube, das ist finster hier, ne? Mach mal. Kontrolle. Ja, es ist finster. Was denn? Geh weg da. Na, nichts wiederholen. Ich wollte auf Abbrechen drücken. Hallo? Ja, es ist schon weg. Hallo? 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 Ey, es ist unglaublich. Ja. Probieren wir nochmal. Ja, ich habe vergessen, heute zu dem lieben Risen-Gott zu beten. Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, ich habe echt Angst, dass wir das Spiel nicht durchbringen, weil vielleicht eventuell gewisse Sachen nicht richtig funktionieren. Muss mal kurz dicht machen. Und hallo, würdest du jetzt mal spielen? Es ist unglaublich. Hallo? Es ist einfach zum Heulen manchmal, echt. Würdest du jetzt bitte, ich kann das auch nicht wegklicken, ich darf das nicht wegklicken. Klick, weg, ignorieren. Ja, ignorieren, nein, abbrechen. Hallo, abbrechen. Okay, geht's jetzt, Herrschaftszeiten? Boah, ey.
Ich könnte eine Folge machen, Pleiten, Pech und Bannendienst, ha? Ah. Es ist einfach nur unfassbar. Ja, ein Steam-Fehler auch noch. Das ist jetzt aber blöd. Laut Steam läuft das Spiel jetzt nämlich. Und jetzt müsste ich den PC neu starten, damit das Ganze funktioniert. Ich glaube, heute ist wieder mal eine Pause fällig. Okay, ihr Lieben, gönnt mir bitte 5 Minuten. Ich muss gerade aufhören zu streamen. Aufhören mit Twitch, ganz kurz. Ich muss den PC neu starten, sonst kriege ich das jetzt nicht mehr hin. Also, wir machen jetzt ein Päuschen. Ich mache jetzt auch Aufnahmestopp und wir hören und sehen uns hoffentlich gleich wieder. Ja? Also, circa 5 Minuten. Macht eine Pinkelpause, holt euch was zu trinken, was zu essen, was euch das Herz begehrt. Wir sehen uns gleich wieder. Entschuldigung, vielmals. Aber Technik, ja, das sind einfach oft höhere Mächte. Bis gleich auf jeden Fall.